Minus 54.000. Autsch. Das tut natürlich weh. Wir haben richtig viele Grundkosten. Mein lieber Adalim, wie geht es Ihnen heute Morgen? Naja, alles in allem machen Sie Ihren Job nicht absolut schlecht. Adalim, ich will, dass wir die Größten sind. Sie sind der Mann dafür. Viel Glück, Adalim, Sie wissen, wo der Feind steht. Ja, eigentlich sind keine Feinde mehr da, lieber Chef. Aber egal. Ich glaube, ich frage nochmal nach Kredit. Es muss einfach sein. Adalim, wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Mr. Ruffer. Ich brauche mehr Kredit. Na gut, Sie bekommen 400.000 Kredit, aber die Zinsen sind saftig. Dankeschön. Der ist voll nett geworden. Ich mag ihn. Ach ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. 346.000, damit geht's mir doch viel besser. Da-dam-dam-dam. So, die Nachrichten. Moskau, Panzer aufgefahren, Lager gespannt, das ist alt. Massendemonstration in Somalia, auch alt. Jelzin, Gorbi muss nach Moskau zurückkommen. Ja, okay, das sende ich. Plutoniumwerk in Alaska, großes Echo für Greenpeace-Aktionen. Okay, auf wichtig. Somalia, Ausnahmezustand verhängt. Oh, 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 oh. So, ganz schnell. Die neuen Nachrichten werden produziert. Die Zeit rast aber auch, mein Gott. So ganz schnell ins Büro und mal ganz schnell in den Computer geschaut, wie so der Tag aussieht. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, was sind das viele Zettel? Meine ganze Tastatur ist ja schon voll. So, als erstes hatten wir Casablanca. Humphrey Bogart schaut dir in die Augen, Kleines. Miss Daisys Chauffeur, Love Story und spiel mir das Lied vom Tod. Dann. So, mit Capitalia, 2,5 Millionen, das sollten wir jetzt schaffen, hoffe ich. Oh, 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 das sieht schon übel aus. Nur 1,7? Was? Nein, tut es mir nicht an. Scheibenkleister. Haben wir noch irgendwas mit 1 Million? Nee. Kacke, Casablanca geht ja voll in die Hose. Weil er auch nicht aktuell ist. Love Story Miss Daisys Chauffeur. Das muss auf jeden Fall klappen. 5 Millionen brauchen wir. Und dann hätten wir 720.000 Prämie. Das wäre echt gut. Naja, gucken wir mal. Wir planen mal morgen den Tag. Wir fangen an mit, glaube ich, Krimi. Könnten wir mal gucken, ob wir was Aktuelles haben. Zumindest. Der Sizilianer ist nicht aktuell. Gorky Park ist auch nicht aktuell. Der einzige Zeuge auch nicht. Das Fenster zum Hof wäre aktuell. Aber ist das ein Quotenbringer? Ich weiß es nicht. Ach komm, wir machen es mal. In 3 Blocks hier bis 21 Uhr. Danach vielleicht nochmal Komödie. Gucken wir mal. Ferris macht Blau ist wieder aktuell. Tough Guys geht so. Hannah und ihre Schwester auch nicht. Komm, danach mal Ferris macht Blau. Vielleicht so. Obwohl es vielleicht andersrum besser wäre. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal. So, die erste Werbung haben wir schon wieder vergeigt. Klasse. Ach ja, egal. 1,9 Millionen. Mist, Mist, Mist. Danach Science Fiction. Westworld, Blade Runner. Oh, hier Blade Runner vielleicht. Ja, machen wir Blade Runner. So rum, oder? Ich weiß es nicht. Ach komm, wir machen das hier. Das Fenster zum Hof muss weg. Ich glaube, wir müssen Serien machen. Ein Colt für alle Fälle. Ist ja eigentlich eine Krimiserie. Ist doch gut. Wir machen mal Flipper zuerst. Hier, Flipper. Dann ein Colt für alle Fälle. Wir versuchen es einfach mal. Dann Ferris macht Blau um 20 Uhr. Ich glaube, der läuft auch besser. Und 22 Uhr dann Blade Runner. Und 0 Uhr. Ach komm, wir machen hier Kultur oder so. Die Götterwelt von Bali, Ethik im Wandel. Hier, der dreidimensionale Mensch. Das machen wir einfach mal. Und dann brauchen wir noch Werbung. So, Capitalia geht ja komplett in die Hose. Der muss bis morgen Abend, muss das fertig sein. Oh, 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 oh. Und Partners hätte 2 Tage Zeit. Komm, dann machen wir Partners mal weg. Nehmen wir Capitalia. So, Miss Daisys Chauffeur.
6,4 Millionen Einschaltquote. Uff, ein Glück. Da haben wir echt Schwein gehabt. 5 Millionen brauchen wir. Ja, Kapital. Juhu. Ein Glück. So, Capitalia. Capitalia 1, Capitalia 2. Und Nobel. Schauen wir mal, ob es gut geht. Dann nochmal Capitalia. So, Nobel Partners müssen wir dann haben. Hoffentlich wird das morgen zu Ende gebracht, das Ganze. So, dann hätten wir noch drei Blöcke für morgen. Die holen wir dann auch erst morgen, würde ich sagen. Ein Glück. So, komm, das zweite hier, zweiter Block bitte über 5 Millionen. Das wäre echt spitzenmäßig. Drück die Daumen. Oh mein Gott. Hoffentlich geht es alles gut. So. Hat's gezählt. Oh. Ja, das ist auch mal so spannend. Ob es zählt oder nicht. So, jetzt kommen über 5 Millionen. Komm schon. Ah, 6 Millionen. Sehr schön. Sehr gut. Ah, ich freue mich. Dann kassieren wir gleich die Riesenkohle. Also richtig, richtig krass, das Ganze. 720.000 Prämie. Wow, okay. Das ist super. Dann gehen wir doch mal raus und vielleicht kaufen wir uns mal einen schönen Film dafür. Es fehlt uns ja noch einiges. Filmagentur J. Stuart Jebel. Dann gucken wir doch mal, was haben wir denn Schönes. Bring on the Night, Konzertfilm von und mit Sting und seiner Band. Okay. Top Gun, Tom Cruise fliegt nicht nur seine F-14, sondern auch auf die blonde Kelly. Actionfilm, ja, das ist doch schon mal gut. Den könnten wir uns merken, Top Gun. Beverly Hills Cop, Komödie, da haben wir eigentlich... Also, oh, hier, ein Mann für gewisse Stunden, das ist doch super. Sprühender Witz und sonniger Humor mit Richard Gere. Aber FSK ab 18. Oh komm, den nehme ich. Den nehmen wir, der ist super. Der letzte Kaiser. Bernardo Bertolucci kassierte 9 Oscars für seinen Kaiser. 2 mehr als vom Winde verweht bekam. Okay, ist auch super. Den könnten wir uns auch holen. Bester Monumentalfilm, glaube ich. 285.000. Wow, okay. Komm, den holen wir. Den holen wir auch. Der letzte Kaiser. Brasil. Science-Fiction-Bombastfilm im Stil von 1984. Regie führte Ex-Monty Python Terry Gilliam. Nee, das machen wir nicht. Sex, Lügen und Video. Dreiecksgeschichte mit James Spader. Auch nicht. Birdie. Auch nicht. Running Man. Stephen King-Verfilmung mit dem mimisch begabten Schwarzenegger in der Hauptrolle. Auch Actionfilm FSK ab 18. Auch super. Actionfilm. Ich gehe nochmal raus und gucke nochmal, was da noch nachkommt. Vielleicht haben wir ja Glück, dass genau in diese Lücke 4. und 5. von rechts, was danach ja erscheint. So, jetzt bin ich gespannt. So, 4. Driver, Krimi. Dr. Chivago, nee. Das ist alles nix. Ach, was nehme ich denn noch? Wir brauchen ja so ein bisschen noch. Running Man. Ich glaube, ich nehme nochmal Running Man. Top Gun ist eigentlich auch ganz okay, aber naja. Jetzt gucken wir noch unter der Ladentheke nach. Die nackte Kanone, 2,5, Komödie. Eine verhängnisvolle Affäre, Krimi. Dallas, der Klassiker, Familienserie, ist auch super. Quartermain, großer Preis von Monaco, Live-Übertragung. Okay. Es war einmal in Amerika. Auch super.
kopfüber in die Nacht, wimmelten Endspiel. Kultur heute. Actionfilm. Was nehmen wir denn? Sollen wir Dallas nehmen? Wie viel kostet der? 1,9 Millionen. Was? 2 Millionen? Okay. Ich glaube, wir nehmen mal hier eine verhängnisvolle Affäre. Das ist doch super. 340.000. Den brauche ich. Auf jeden Fall. Und dann schmeißen wir dann einen Krimi. Schmeißen wir dann raus. Ja, ich denke mal, das ist ganz okay. Depp, 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 depp. So, Archiv. Dann gucken wir mal, welchen Krimi wir rauskatapultieren. So, dann gucken wir nochmal. Krimi, Krimi, Krimi. Der Sizilianer bleibt. Gorki Park bleibt auch. Der einzige Zeuge. Hier, das Fenster zum Hof. Drei Blocks. Das ist mir doch deutlich zu viel irgendwie. Der fliegt jetzt raus. Komm. Ach, tut mir zwar leid, aber raus damit. So, ganz schnell. So, bringt 81.000. Wunderbar. Wenigstens etwas. Ich hätte natürlich gerne noch ein bisschen Kredit abgezahlt. Oh, oh, oh. Komm, ganz schnell mal zum Chef. Vielleicht schaffen wir es noch, den Kredit ein bisschen wegzubekommen. Dam, dam, dam. Guten Tag, Mr. Raffer. Ich will meinen Kredit zurückzahlen. 200.000. So. Vielleicht bringt's ja was. Dass wir nicht ganz so hohe Zinsen haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, und jetzt ist schon Feierabend, der Tag ist schon vorbei. Finito. 246.000 Tagesstart, das ist doch super. Mein lieber Alali, wie geht's Ihnen heute Morgen? Naja, alles in allem machen Sie Ihren Job nicht absolut schlecht. Wenigstens haben wir den Sammy geholt. Alali, ich will, dass wir die Größten sind. Sie sind der Mann dafür. Viel Glück, Alali. Sie wissen, wo der Feind steht. Okay, okay. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. So, ganz schnell Nachrichten. Der Plan steht ja, was wir senden wollen. Insofern. Alles gut. Ich hoffe nur, dass wir jetzt Werbeverträge bekommen. Ach ja. So, Moskau, Jelzin kämpft für Demokratie, ist alt. Somalia, erneute Straßenkämpfe, das nehme ich. Moskau, Putschisten geben auf, Gorbatschow zurück, sehr schön. Gouverneur lässt Plutoniumwerk in Alaska fallen. Hoffentlich ist es dabei nicht kaputt gegangen. Ein wenig Geld ausgegeben jetzt. Hui, das war gar nicht so billig. Ich weiß gar nicht, wie war denn gestern der Tag? Ich habe ja komplett nicht drauf geachtet. Wir schauen mal, was noch übrig ist. So. Ach ja, wunderbar. So. Mitteilung. Sehr geehrter Adalin, Ihnen wird aufgrund besonderer Verdienste der Sammy für die Best News verliehen. Ja. Ist ja gar nicht so einfach, ne, wenn man ganz alleine ist, dass man da die besten News hat, wenn man keine Konkurrenz hat. So, Capitalia und Partners, das ist das Einzige. Also alles ist gut gelaufen gestern. Wir bekommen direkt mal 150.000 und 165.000 und wir brauchen noch drei Werbeblöcke. Jetzt weiß ich natürlich nicht, 2,5 Millionen, wie jetzt hier Flipper und ein Colt für alle Fälle anlaufen wird. Die Nachrichten bringen schon mal 5,6 Millionen, das ist sehr schön. So, für morgen. Wir haben ja jetzt Krimi. 3,9, sehr schön. Krimi, Krimi, Krimi. Eine verhängnisvolle Affäre. Zwei Blocks. Das wird richtig gut werden. Und danach Komödie. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das macht blau. Haben wir jetzt schon im Programm. Was nehmen wir denn noch? Science Fiction, Westworld, Blade Runner. Ist auch ein Programm. Love Story. Ein Mann für gewisse
Stunden, den könnten wir nehmen. FSK 18, das heißt, setzen wir mal hier rein. Was haben wir noch? Science Fiction, sonstiges. Hair, Rock Musical, das ist auch okay. Oh komm, dann machen wir doch Hair hier für 20 Uhr. Allgemein für gewisse Stunden setzen wir hier hin. Und dann als letztes Kultur vielleicht nochmal. Ethik im Wandel ist zu lang. Ach, 3,9, sehr schön. Ein Glück. Buch nochmal, was haben wir in der Folge 5? Folge 3. Aber dann nehmen wir mal hier ein Cold für alle Fälle. Damit wir ein bisschen mit ein Cold für alle Fälle hinterherkommen bei Flipper. So, Partners 2,5 Millionen. Jetzt müssen wir ganz dringend 3 Werbeblöcke holen. Dann bin ich auch gespannt, wie viel Einschaltquote wir haben. Ich mache mal die Zeit auf langsam. Dass uns da nichts passiert. Also für morgen sieht es dann so aus. Eine verhängnisvolle Affäre. Herr, ein Mann für gewisse Stunden und ein Cold für alle Fälle. Das heißt, wir haben hier 7 Blöcke, die wir füllen müssen. Und hier nochmal 3. Summa summarum 10. Wunderbar. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt vernünftige Verträge bekommen. Weil ich befürchte, dass wir vielleicht nur so kleine Verträge jetzt haben. Oh, das wär doof. Jetzt, wo wir hier Millionen und Millionen Zuschauer haben. Dass es jetzt nur schlechte Verträge gibt. Das wäre natürlich doof. Also mit schlecht meine ich jetzt so hier, ne? 0,5 Millionen Zuschauer und sowas alles. Also ich brauche ja richtig 2,5 Millionen, 5 Millionen. Ja, ich habe es doch gedacht, ne? Schön. TVA, Logical, Uranlight. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. SSI, Citadel of the Black Sun, die neue Rollenspieldimension. 7 Spots in 7 Tagen. 100.000 pro Spot, das ist schon mal sehr schön. Chinawok, hier, ein Spot, 120.000, bitte keine Kultur oder Show. Das nehme ich mit. Chinawok ist super. Duban ist schlecht. Advent Travel ist auch schlecht. Juicy Cat, echter, klarer Katzensaft. Ja, Alf würde sich freuen. 4 Spots, bitte keine Kultur in 3 Tagen, sehr schön. Dann nehmen wir das noch mit. Dann haben wir 4 Spots, 5 Spots. Und dann nochmal, war es hier mit 7? 7 Spots in 7 Tagen. Das ist doch super. SSI nehme ich auch mit. Dann haben wir wenigstens was. In der Hoffnung, dass wir immer 5 Millionen Einschaltquote bekommen. Aber ich denke, es wird schon funktionieren. Dem, 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 dem. Oh, 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 oh. Sieht aber ganz gut aus. So, Partners, 2,5 Millionen, das ist in Ordnung. Ja, können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen umändern? Ich weiß es nicht, wir gucken einfach mal. Chinawok, keine Kultur oder Show, 5 Millionen. Das ist super. Das setze ich wahrscheinlich jetzt hier in den ersten Block von Ferris macht blau. 7,7 Millionen Zuschauer, wow, okay. Das ist super. Dann senden wir hier Chinawok. Und Partners hat bis morgen Abend Zeit. In der Hoffnung, dass wir das alles bekommen. So, 4 von 4 binnen 3 Tagen. Ja, dann werden wir hier Juicy Cat. Werden wir hier senden. Juicy Cat, Juicy Cat. Dann hätten wir das. Und komm, der dreidimensionale Mensch, den nehmen wir raus. Wir machen nochmal einen Cold für alle Fälle. Nee, Serie. Ein Cold für alle Fälle, komm. Damit wir vielleicht über die 2,5 Millionen hier dann Einschaltquote bekommen. So, dann haben wir noch Juicy Cat zweimal. Na. Juicy Cat. Zip. Nochmal Juicy Cat und dann SSI. Hoffentlich klappt das alles. 5 Millionen. Sollte aber funktionieren. Hoffe ich. So, Nummer 3. Wir haben eine ganze Woche Zeit, die zu bekommen.
Insofern, ja, gar nicht mal schlecht. So, dann hätten wir dieses. Zeit können wir hier auf schnell machen. Dann haben wir hier also Chinawag 120.000. Das ist klasse. Dann können wir unsere Schulden abzahlen. Und dann würde ich sagen, wir fangen langsam an, Sachen zu kaufen für Betty. Von der Restkohle, die wir noch haben. Aber erstmal vom Chef den Kredit ablösen. Adalim, wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Mr. Raffer. Ich will meinen Kredit zurückzahlen. Dann mal her mit dem Geld, Adalim. Wie viel zahlen Sie denn zurück? Alles! So, und jetzt an die Arbeit, Adalim. Jawohl. Bitte sehr, bitte sofort. Bin schon weg. 178.000. Da haben wir gleich 290.000 draus. Ab in den Supermarkt. Oh, mit 300.000 Dollar mal in den Supermarkt einkaufen. Das wäre doch schön. Oh. So, mein lieber Herr, so, wir haben fast 300.000. Wir brauchen Geschenke. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Was haben wir denn hier schön? Schönes. Einen Nerz. Die Original Hemingway Manuskripte. Schönes Operation, er ist nicht so gut. Es soll sie ja freuen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit einem Nerz. Perlenkette, Pelzmantel, Collier, Sportwagen, Rolls-Royce und dann Hochzeitsreise. Komm, wir fangen mit dem Nerz mal an. 60.000. Betty wird sich freuen. Ist natürlich nur ein Kunstnerz. Also ist natürlich kein echter Nerz. Beziehungsweise ist natürlich gestorben. Bettys Büro. Bam, bam, bam. Jetzt bin ich gespannt. Meine Liebe. Ach, hier, Betty. Betty weiß gar nicht, was sie sagen soll. Hallo Adalin, nett, dass du hier reinschneist. Wollte dich ohnehin mal wieder auf dein mangelndes kulturelles Engagement erinnern. Okay. Hab ich gern gemacht, vielen Dank. Ja, aber wenigstens hat sie unser Bild mal umgedreht. Das ist doch klasse. Komm, ab. Das nächste gekauft. Ich brauch ganz dringend Werbung. Und wir sehen hier, ist Betty so ein bisschen zugelegt, so ganz, ganz wenig. Ein kleiner Nerz verschafft uns bei Betty das Herz. Ach, schön. So, mein Freund. Geschenke, ich brauche mehr. Perlenkette, 80.000, komm, das machen wir als nächstes. Eine schöne Perlenkette. Babadabam. Um wieder auf zu Betty. Mal gucken, was sie zu der Perlenkette jetzt sagen wird. Schub. Da haben wir ihr schon 140.000 Dollar in den Rachen geworfen. Mein Gott. Aber es tun wir nicht alles aus Liebe. Wir kaufen uns quasi die Liebe. Oh, 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 oh. Könnte man auch sagen. Hier, Betty. Eine Perlenkette. Betty weiß gar nicht, was sie sagen soll. Sie sagt das Gleiche. Okay, na gut. Also, wir sind nicht so wirklich gestiegen. Naja. 150.000 kriege ich da auch noch was für. Ich weiß es nicht. Komm. Auf zum Supermarkt. Auch mehr Geld. Das muss auf jeden Fall funktionieren mit den Werbeverträgen. Da, 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 da.
Betty, du machst mich arm. Geschenke, Geschenke, Geschenke. So ein Pelzmantel, 100.000. Das heißt, sie hat dann einen Pelzmantel, eine Nerz und eine Perlenkette. Und kommt dann jeden Tag so ins Büro. Auch im Hochsommer. Klasse. Sieht scheiße aus, aber wir haben scheiß viel Geld dafür bezahlt. Oder auch nicht. Also wir. Betty nicht. Da sind wir schon wieder. Hallo Betty. Ich habe hier einen wunderschönen Pelzmantel für dich. Betty weiß gar nicht, was sie sagen soll. Hier hast du den Generalschlüssel, Darling. Vielleicht hilft er dir. Okay. Juhu, wir haben den Generalschlüssel. Klasse. Aber zu was? Kommen wir jetzt überall rein oder was? Ich weiß es nicht. Schön. Generalschlüssel. Was machen denn jetzt damit? Ich weiß es nicht. Dum, 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 dum. Ich muss mal gucken, wann kriegen wir denn wieder Geld? Wir müssen Betty was kaufen. Komm schon. Schneller, schneller. So, Partners. Ja, 2,5 Millionen. Eigentlich würde ich ja jetzt lieber gerne mal so Juicy Cat nochmal reinsetzen. 5 Millionen. Ach komm. Wir nehmen nochmal Juicy Cat, weil es so schön ist. Blade Runner 5 Millionen Einschaltquote ist doch klasse. So, dann nehmen wir hier einen Juicy Cat raus und packen hier Partners rein. Ach, schön. So. Das heißt, wir kriegen heute kein Geld mehr. Schade. Aber dann morgen. Und ja, dann kaufen wir uns weiter ein bisschen Liebe bei Betty. Ach. Wie viel kriegen wir denn dann? 480.000, super. Also 500.000. Da kriegen wir noch ein paar Geschenke für Betty. Und dann, ja, herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Dann morgen geht es weiter. Oh, beziehungsweise hier Partners müssen wir dann nochmal ändern. Morgen geht es weiter, dass wir uns bei Betty einkaufen. So, wird das Ganze gemacht. Ja, und dann müssen wir gucken, was wir morgen kaufen. Also, ich darf mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuschauen. Und dann bis gleich.